So Leute, ich begrüße euch hier zum Kampf Loser-Runde 1 Stars vs. G37SM4E. Super Mario Forever. So, und der Stars ist da. Dann starten wir. Ja, starten wir. So, der Stars hat den Raum aufgemacht und. Ja, hab. Ja. Schön. So, ich drück dir die Daumen, Stars. Dankeschön. Du spielst immer gegen den ich in der ersten Runde gewonnen habe. Ja, doch. Entweder liegt's bei mir oder bei euch. Ich hoffe nicht bei mir. So. Wir sind beide kein Name. So, aber ich weiß, der Stas spielt den Ike. Der SM4E spielt Bowser Jr. Und der fängt mal an. Viel Spaß. Also geht los, ne? Yeah. Oh Gott. Oh nein. Ach, ich dachte gerade, er ist gestorben. Das wäre so cool gewesen, ja? Du hast den eigentlich nicht einmal getroffen, der wäre einfach gestorben. Also, das sieht nach einem sehr professionellen Kampf aus. Und ich habe die Verbindung zu Stats verloren, ja, schön. Das heißt, wenn die Verbindung wieder reinkommt, ist mein Ton was leiser, da muss ich wieder lauter machen. So. Wenn er wieder reinkommen sollte. Wenn nicht, dann eben nicht. Gut, was können wir zum Kampf sagen? Der SM4E, Clan-Spieler, ich denke mal, er hat wohl ein bisschen trainiert. Im Gegensatz zum letzten Kampf. Und der gute alte Stas, der ist leider ein bisschen krank. Und ich denke nicht, dass er so viel trainiert hat. Aber er hat den Charakter gewechselt von Ganondorf auf Ike. Und er benutzt oft den Konter. Sollte er nicht so oft machen. Ich glaube, das durchschaut der SM4E. Und so langsam nervt mich dieses Geräusch. Aber wir müssen jetzt mit dem Skype-Geräusch leben, oder? Kann ich das irgendwie ausmachen gerade? Ja, okay, ist schon aus. So. Relax ein bisschen, ja? Vermutlich, weil wir die Verbindung reinkriegen wollten. Oh! Oh, 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 jetzt! Komm, finish ihn! Auf jeden Fall sind beide auf einer Prozentzahl, wo sie jeweils den anderen töten können. Den kommt er ein bisschen später angesetzt und Bowser Jr. wäre weg gewesen. Jetzt geht es nur darum, dass Bowser Jr. Prozente macht und das funktioniert sogar so gut, das ist ärgerlich. Ach ja, der gute alte ist das. Oh. Aber ne, kann sich locker retten, oder? Ja, easy. Ach, ich glaube, es ärgert den Stas auf jeden Fall. Oh. Oh, ich hätte sich schön rausretten können. Ja, ausweichen. Ist er einmal zu hoch gesprungen. Oh. Ah, der Hammer kam auf den Boden. Okay, ja. Sieht ziemlich eindeutig aus für den guten Super Mario Forever. Wenn der jetzt mit dem Hammer kommt. Der aber nicht kam. Ja. 2-0 für Bowser Jr. Das war jetzt nicht so berauschend für den guten alten Stas. Naja, was soll ich dazu sagen? Natürlich ging ich schon davon aus, dass der SM4E Favorit ist in diesem Kampf. Eben Clan-Spieler und so. Hat wohl seine Vorteile. So, versus, weitere Regeln, 6 Minuten. Okay, hier stimmt alles. Er scheint beide bereit zu sein. Omega Stage 1-0 für SM4E gegen Stas. Schade. Auch noch ein 2-0 war das. Ich hoffe, es läuft jetzt besser für Stas. Und ich hoffe mal, es kommt endlich mal zum dritten Kampf. Bisher hatten wir immer nur 2 Kämpfe. Oder nee, doch. Bisher waren immer nach 2 Runden direkt schon vorbei. Und what the fuck, er laggt es heute mal wieder. Hm.
Ich weiß nicht warum. Wir kommen hier in Super Slow Motion an. So, töten wir uns einmal. So, der Raum wird gehostet von den guten alten Star. What the fuck? Ja, ich glaube, wir warten. Oh, nee. Jetzt bin ich erst besiegt. Ich weiß nicht, ich glaube, den zweiten Kampf wieder wiederholen, ne? Wenn der so krass leckt. Naja, wir nehmen den jetzt erstmal so auf und mal gucken, was die beiden Jungs gleich sagen. Ah, okay. Ja, jetzt läuft es doch endlich. Ja, mit dem Move kommt erst das nicht durch. Das Problem ist, Bowser Jr. kann gut auf Distanz kämpfen. Das kann der Ike nicht. Okay. Beide 0%. Ike schon leer weniger. Das sieht wohl aus, als ob der SMVE eine Runde weiterkommt. Joa. Was soll ich dazu sagen? Es ist gerade ein sehr, sehr dominierendes Spiel für den guten kleinen Bowser Jr. Da ist schön geblockt. Und dann hat er selbst seinen Smash eingesetzt. Aber ich glaube, der Stas hat auch selten gegen Bowser Jr. gekämpft, also zum Beispiel den Hammer, da hätte der besser aufpassen müssen, weil der Hammer ist wirklich sehr gefährlich. Aber mit dem er sonst so spielt, dann nutzt auch keiner Bowser Jr. Da war ein schöner Konter. Da kommen schöne Fäuste. Und jetzt gibt es wieder diese super ultra mega Legs. Aber naja, der Kampf war eigentlich schon ziemlich deutlich entschieden. Damit. Oh, okay, ich dachte, der tötet sich damit. Hätte das getroffen, wäre vorbei gewesen. Ich verstehe diesen Angriff nicht. Warum macht es das denn so oft? Ich meine, okay, der macht ein bisschen gut Prozent, aber er ist danach einfach immer so. Ja, wie soll man sagen? Oh, sehr schöner Konter. Er ist danach immer so offen. Also, wenn man ausgewichen ist, dann bekommt er oft einen ab. Und ja, vorbei. Immerhin nur 2-1 diesmal. Da konnte es das immer aufholen. Der erste Down war wirklich sehr ärgerlich. Aber damit ist der SM4E Super Mario Forever eine Runde weiter. Wegen den Lecks, die waren am Anfang, die haben jetzt nicht so gestört, dass wir den Kampf wiederholen müssten. War natürlich ärgerlich, aber kampfentscheidend waren sie eigentlich nicht. Also wir sehen uns im nächsten Kampf, das ist dann. Lasst mich nicht lügen, ich weiß es gerade nicht. Also auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao.